Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Sendestudan, herzlich willkommen bei Avonacho. So, von denen muss ich mir auch noch ein paar viele machen. Warum habe ich die? Weil ich das eigentlich auf der anderen Seite anders machen wollte, glaube ich. Okay, und jetzt, die hätte ich Holz machen sollen. Nee, das kriege ich auch anders hin. So, und jetzt, warum wollte ich das unbedingt hier haben? Ich hoffe, die Höhe ist richtig. Yes. Genau deswegen. So sollte das sein. Dann ist schon mal so weit so gut. Perfekt. Genau so ist es nämlich gedacht gewesen. So, das Dumme ist, ich muss jetzt mal gucken. Ich kann hier, glaube ich, jetzt nichts draufstellen. Doch, kann ich, ja. Okay. Ja, das ist ja super. So. Jetzt mache ich mal kurz hier zwischen. Was doof ist. Wenn ich da drauf muss. So. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich habe dafür zu viel anderes Material in der Tasche, weil ich den nur zweimal aufwerten wollte. So. Dann wäre das nämlich einmal. Immer schön von beiden Seiten, dann funktioniert es wenigstens. Ich bin ja mittlerweile hier gar nichts mehr wirklich sicher, was funktioniert und was nicht. Deswegen. Lieber auf diese Art. Ja doch. Ist das eigentlich, wenn ich jetzt zu viel Gewicht drauf lege, bricht man es dann auch zusammen? Ja, ne? Ist ja mal von auszugehen eigentlich. Ja doch, in diesem Fall auch das Innere. Muss ich noch ein tiefer. Ich muss mehr davon machen. Auch noch ein paar. So. Und jetzt noch hier zwischen. Das jetzt gemacht habe, war ja auch nicht. Egal. Ist ja dicht. So weit, so gut. Und da könnte ich mir nämlich das Lager draufsetzen. Zum Beispiel. Da kommt dann noch ein Kanz einmal drumherum aus Holz, dass es hübsch aussieht. Ja. Ist allerdings, muss ich mich rumarbeiten. Aber das geht ja. Das ist ja das kleinere Übel. Am besten ist es in dieser Höhe, glaube ich. Ja. Das geht dann. Haha, ha, ha. Nicht witzig. Na komm schon. Machen wir erstmal so.
Gleich bricht mir alles zusammen. Haha, dann kriege ich die Pimpernellen. So. Hier brauche ich das nicht. Ne, hier komme ich auch so ganz wunderbar dran. Hier wäre es aber wieder zweckdienlich. Jetzt mal. Erster Mal. Okay. Dann brauche ich hier von der ganze Menge. Aber da brauche ich sowieso noch viele von, deswegen mache ich jetzt erstmal 20. Die werden nicht reichen. Und hier von 4. Und wir, das knallt mir gleich alle zusammen. Richtig so, ne? So, oh. Geht doch. Warum eigentlich die? Warum nicht die Jingles? Wo habe ich denn die? Super. Okay, gucken wir einfach mal hier so durch das Ding aus und ich weiß nämlich gerade nicht, wie es geschrieben wird. Kann ich hier gar nicht machen oder was? Sieht so aus. Gucken wir doch mal mit Dach. Na super. Das ist ja doof. Aber so eine Ziegel optisch wäre ja auch nicht schlecht. In der Schmiede muss ich die machen. Aus Stein. Oder ist das jetzt Cobblestone? Aus Stein und Clay. Habe ich irgendwo Stein eingeschmolzen? Nee, ne? Gar nicht. Gucken wir mal. Ist doch besser als jetzt Holz. Insgesamt. Können wir schon mal machen, aber dann sollte ich vielleicht doch nachzählen. Obwohl, die kann ich später auch noch brauchen. Aber ich glaube, das wäre jetzt... nee. Das sollte ich doch in der Schmiede machen. Da tue ich ja kein Cobblestone reinlegen. Ist ja Blödsinn. Irgendwie. So, machen wir runter. Und machen wir hoch. So. Wenn überhaupt, dann hier, was ich nicht habe. Oder hier, was ich auch nicht habe. Was hast du? Ja, du kriegst da was zu essen. Alles gut. Dann muss ich auch bei Gelegenheit mal wieder Clay besorgen. Sonst wird halt nämlich nichts. Mal einzuschmelzen. Holz muss ich auch wieder ein bisschen besorgen. So. Und da kann ich dann ja, verwitterte Ziegel. Nee. Ach, schon geht das? Okay. Hiervon machen wir auch erstmal nur 4. Und hier so viel... Nein, 3 Stück ist ein bisschen wenig, ne? Warten wir noch kurz. So, wie sieht's denn hier aus? Da darf gerne noch ein bisschen Eisen rein. Gott, ich bin so voll beladen mit allen möglichen Duselkram. Schlimme Sache das. Komm, das machen wir jetzt erstmal wieder zerlegen. Und das auch. Das brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht mehr. Okay. Dann haben wir zumindest ein klein wenig Platz. Pack das mal nach dort und das mal nach dort. Und das packst du so rum. Eigentlich eher so. Fertig. Wie sieht's aus? Wie viel kriegen wir jetzt? 13. Also schon mal anfangen.
Das dauert aber doch ein bisschen länger. Mich wundert's, ich habe noch gar keine, oder ich habe die nicht gehört. Bin noch die ganze Zeit am Machen und am Tun und ich habe ja keine Dudeltanten. Mhm. Das sieht ja alles schon mal ganz gut aus. Ob die Ziegel da wohl halten? Auch eine große Frage, ne? So. Damit können wir das schon mal ausprobieren und nochmal 7 nachschmeißen. Das ist jetzt nicht so unheimlich viel. Macht jetzt so. Aber zumindest kann man es damit ausprobieren. Jetzt bin ich froh, wenn ich hier das mal fertig habe. Muss ich hinter die Brücke von hier aus. Beziehungsweise ins Lager. Naja, und dann vom Lager aus? Nee. Dann machen wir, wir gehen hier rüber. Hinter der Brücke halt runter. Und bis zum Lager bleiben wir in einer Höhe. Da können wir so die wichtigsten Sachen lagern eigentlich. Weil ich glaube nicht, dass die da auf den Säulen rumtanzen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Kraftboden hätte ich mal mitnehmen können. So. Jetzt kommt die große Überraschung. Ich rutsche runter. Das war keine große Überraschung. Ist ja richtig? Ja. Das sieht von unten jetzt aber nicht ganz so schön aus. Ich glaube, ich arbeite hier auch besser. Oh, jetzt hat er genau gepasst. Von zwei Seiten. Wie viel waren das denn jetzt? 7? Kann das sein? So ist richtig. Glaube ich. Willst mal hoffen. Ich sehe es ja von hier unten jetzt schlecht. Ich sehe es ja erst später von oben. Aber sieht gut aus. Und es hält soweit auch. Das finde ich auch schon mal sehr schön. Ja, von hier unten finde ich das jetzt eher unschön. Da bin ich dann froh, wenn wir die 16 haben und wir das durch Texturen erledigen können. Ja doch, aber so geht. Ich kann hier drunter noch ein bisschen Holz machen, ja. Wirklich auffallen tut es dann trotzdem, weil ich das hier doppelt habe. Ha. Mhm. Da kommt dann mit Alpha 16 wirklich der große Vorteil, dass man durch das einfache Texturen auflegen, ihr kennt das von Empyrean, Empyrean, wie auch immer. Ich habe einen Rüffel gekriegt, weil meine englische Aussprache, wollte er nicht öffentlich machen, weil er mich da, wie er sagt, er nicht anprangern möchte oder so. Aber nee, habe ich ihn auch so entsprechend geantwortet, ihr prangert mich damit nicht an, wenn ihr mein Englisch korrigiert. Im Gegenteil, es hilft mir. Vor allem, wenn ihr die Lautsprache dabei schreibt. Da braucht ihr euch also keine Gedanken machen, wenn ihr mir in irgendeiner Form da Kritik zukommen lasst. Hier hatte ich ja auch noch so viele, ne? Ich habe hier ständig so Dinger und nutze sie nicht. So, und was wollte ich jetzt essen? Das mache ich am besten hier. Und ich habe ja auch genug Dosenfutter. Und fertig ist. Und ich habe vor allen Dingen schon wieder Druck auf meinem rechten Ohr. Und höre mich da wieder entsprechend lauter. Das ist immer eine ganz böse Sache. Kennt ihr selber. Denke ich mal. Weil man dann eben auch nicht wirklich weiß, wie laut muss man jetzt reden. Wie laut ist man? Man redet ja eigentlich immer nur so laut, dass man sich selber versteht. Und das hat bei mir schon öfter zu ein bisschen Schwierigkeiten geführt, weil ich sehr gute Ohren habe und mich halt sehr früh höre. Und andere sagen, dann red doch mal ein bisschen lauter. Oh. Okay. So, können wir das mal zerlegen und noch ein bisschen was trinken, weil besser ist. So, und diesmal habe ich auch die richtige Taste erwischt.
zum Räuspern, nicht so wie in der letzten Folge. Das war alte Taste gedrückt. Diesmal habe ich aber auch wirklich bis auf den letzten Tropfen ausgereizt. So, noch ein paar Ziegel besorgen. Es regnet ja schon wieder. Wie unschön. Das kleine Stück hat uns jetzt richtig Zeit gekostet, ne? Weil solche Sachen sind wirklich immer die Sachen, die am meisten Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, das wird sich auch niemals ändern. Das ist einfach so. Und ich denke mal, die Zugbrücke so eingesetzt und vor allen Dingen so zwischen die Säulen gesetzt, sieht das auch optisch dann entsprechend gut aus. So. Die 63 werde ich jetzt nicht alle brauchen, aber insgesamt werde ich halt noch eine Menge brauchen, glaube ich. Die kann ich auch später nochmal einsetzen. Ist nur die große Frage, probiere ich das unter den Ziegeln, setze ich da von unten noch Gewicht dran, indem ich da heute... Nee, ich kriege die Ecken dann gar nicht hin. Das geht ja gar nicht. Weil es gibt ja, wir haben ja so eckige Holzplanken, Planken nicht. Latten nicht. Stimmt. Das hätte ich jetzt ja beinahe vergessen. Gut, dass ich noch nicht angefangen habe. So. So richtig? Wenn ich das jetzt mal, ja. So. 3, 4, immer von zwei Seiten. Ich bin mir hier nämlich bei nichts mehr sicher, was das Thema betrifft. Und normalerweise arbeite ich mit zwei Seiten immer nur dann, wenn ich größere Decken oder sowas mache. Dann arbeite ich ja im Kreis, das kennt ihr ja mittlerweile auch schon. So. Da habe ich noch gar nichts, na sowas Dummes. Die kann ich auch mal mit Stahl jetzt aufwerten. Sehr schön. Unschön. Ah nö. Das ist auch unschön. Muss ich mal sagen, das hätte nichts dagegen, wenn das genauso aussehen würde wie das hier. Och, einer hat es mal wieder nicht geschafft. Auf den warten wir dann noch. Okay, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nur noch einen einzigen übrig. Und 19 Uhr schon wieder. So. Den daran und, naja. Hier brauche ich jetzt noch ein bisschen. Aber nicht mehr so wirklich viele und dann kann ich unten das ganze Holz schon mal abnehmen. Das ist auch schon mal sehr gut. Dann sieht das nämlich schon mal gut aus. Und nach hinten raus weiter ist jetzt gar nicht mehr so viel. So. Kann ich kurz auflassen. 19 Uhr, naja, die paar Minuten. Die können wir jetzt noch wunderbar fertig machen. Und dann ist gut. Ich habe mich allerdings, muss ich auch sagen, in der letzten Folge mit dem Wasser ganz schön aufgehalten. Aber auch hier und da, die Stützen haben ja auch einige Zeit gekostet. Wie gesagt, also das sind vor allen Dingen, wenn man keinen festen Bauplan, genau, Bauplan im Kopf hat, sondern man macht einfach mal und guckt, ob es funktioniert. Dann ist halt immer so die große Art der Überraschung. Funktioniert oder eben nicht. Oder eben nicht. Was soll ich dazu sagen? Also ich glaube nicht, dass das am Gewicht lag. Kann ich mir jetzt so nicht wirklich vorstellen.
Aber was ich dann auch schon mal weiß, das ist ganz gut. Das Ding hält. Oh ja. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das nur mit den Ziegeln machen kann. Das wäre jetzt noch zu überprüfen. Geht auf jeden Fall schneller. Weil ich brauche es ja an sich nur kurz anschmeißen. Und nehmen sie dann halt für die Nacht mit. Und fertig. Ist da auch noch was? Nee. Aber das ist schon mal nicht runtergefallen. Das ist schon mal gut. Das ist immer ärgerlich, wenn man dann so ein Ding dabei hat. Man denkt, man hat es fertig und dann kommt halt das kleine Ding und Feierabend. Ich habe tatsächlich enorme Schwierigkeiten bei diesem kurzen Ding zu sagen, okay, das liegt am Gewicht. Da habe ich schon ganz andere Sachen gebaut. Auch in dieser Version. Als dass ich das jetzt mal so sagen würde. So, den nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir nochmal an die Schmiede. Schmeißen hiervon nochmal ein paar Sachen an. Naja, und dann soll wohl gut sein. Erste Male. Müssen wir weiter gucken. Ja, schon... ist schon was merkwürdig. Manchmal. Stell dir mal vor, ich hätte da jetzt schon irgendwie Lagerkisten oder sowas stehen. Oder ich mache den Unterboden aus Beton. Ich glaube, den mache ich auch. Davon habe ich genug, Beton habe ich auch genug. Von denen habe ich dann jetzt auch genug. Ich glaube, das mache ich auch. Unterboden aus Beton und ich muss dann halt dummerweise in mehreren Schritten arbeiten. Reichen wohl 60? Ich weiß es nicht. So, da ist da drin. Der Sand kann da wieder rein und gut ist. Ich mache einfach noch ein paar. Fertig. Ja, mein Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, teilt es gerne auf Social Media und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin, bye bye.